Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, wir müssen mal über die Zukunft von Robin VGC sprechen, weil wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann wird das irgendwas in die Richtung heißen, so kann es nicht weitergehen. Und das ist kein Clickbait, weil es muss sich etwas verändern und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und euch informieren. Für viele, die mich vielleicht noch nicht kennen, erstmal hallo an dieser Stelle, ich bin Robin und das Gesicht hinter der Stimme von Robin VGC. Manche kennen mich schon, zum Beispiel meine Eltern und meine Geschwister und meine Freunde, aber auch einige von euch wahrscheinlich, weil ich wechsle mal kurz die Szene. Auf meinem VODs-Kanal logischerweise, hier kommen Twitch-Zeug, lade ich hier hoch, also was ich bei Twitch so mache, kommt hier nochmal in Video-Langform. Und auch auf meinem Zweitkanal Bonus Robin habe ich schon Content mit Facecam aufgemacht. Das heißt, einige haben mein Gesicht schon mal gesehen. Auf dem Hauptkanal ist es eine Premiere, weil da habe ich mich bisher noch nicht gezeigt, außer mal auf einem Foto. Aber warum ist der Zeitpunkt dafür passend? Weil ich gerne mit euch darüber sprechen will, wie es hier weitergeht. Und da ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn ihr mich seht, weil es doch ein sehr persönliches Video ist. Es gibt ein paar Sachen, die wichtig sind. Fangen wir mal mit dem Positiven an, weil man das ja so macht. Euer Support ist unfassbar. Wirklich, also das sage ich aus tiefster Überzeugung. Danke für eure ganze Unterstützung von Anfang an. Ich mache YouTube noch nicht so lange. Ich habe angefangen im Dezember 2022. Das ist mein erstes Video, 22.12.2022. Habe ich meinen ersten VGC-Part hier hochgeladen. Einfach für mich, um in die Pokémon-Community einzusteigen. Das habe ich schon öfter mal erzählt. Ich wollte gerne mehr über Pokémon erfahren, wollte da so ein bisschen kompetitiv lernen und ich dachte, der beste Weg ist einfach, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, dass man Videos produziert. Und das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt. Knapp 2 Jahre später sind wir hier auf dem Hauptkanal, haben wir über 5000 Abos. Wir haben den Bonus-Robin-Kanal, wo so Drafting-Content und so ein bisschen ungeschnittenerer Content kommt. Da sind wir bei 1000 Abos und jetzt habe ich ganz frisch den VODs-Kanal, wo Twitch-Highlights kommen, sind wir auch schon bei fast 300 Abos. Also euer Support, unfassbar. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Menschen erreichen kann. Danke, dass ihr mich so gut aufgenommen habt an dieser Stelle. Vor allem, und das ist wirklich, oder das war wirklich eine der besten Entscheidungen überhaupt, der Discord-Server. Das ist so der Discord-Server oder der Server, den ich mir von Anfang an irgendwie gewünscht hätte, wenn ich einsteigen würde in Pokémon, weil da ist egal, welches Skill-Level man hat. Da wird einem geholfen, der Austausch ist meistens sehr, sehr freundlich und es gibt da keine doofen Fragen, weil ich musste auch alles dazu lernen. Ich lerne auch jeden Tag auf dem Discord dazu und es macht mich sehr stolz, dass sowas existiert und dass wir da so einen Ort haben, wo wir irgendwie über unser gemeinsames Hobby zusammenkommen. Das erstmal an dieser Stelle in Stein gemeißelt. Dankeschön. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Dinge, die mir so ein bisschen im Weg stehen und über die ich gerne mit euch sprechen möchte, weil ihr könnt es euch denken, YouTube ist für mich natürlich nur ein Hobby. Ich bin selbstständig, um vielleicht einen privaten Einblick mal zu mir zu geben. Und Robin VGC ist bei mir ein Projekt von vielen. Und deswegen ist Zeit für das Projekt zu finden für mich immer schwieriger. In den knapp 2 Jahren, die Robin VGC jetzt besteht, da habe ich jetzt über 300 Videos produziert. Also im Schnitt sind das 2 oder mehr Videos pro Woche, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Und gefühlt habe ich keine Woche ausgelassen. Also ich habe wirklich durchgeballert. Und wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt, dann gab es eine Sache, die sich durchgezogen hat von vorne bis hinten. Und zwar, dass ich versucht habe, mich immer weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich traue mich mal und drücke hier auf Älteste. Ich finde jetzt, meine Thumbnails natürlich sind immer noch nicht gut, aber sie sind zumindest nicht mehr grottig. Wenn man meinen Kanal von damals anschaut, sieht das schon alles sehr, sehr wild aus. Und für mich war es das Wichtigste, mich immer weiterzuentwickeln. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind meine Shorts, die ich ja auch gemacht habe. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache. Also ich klicke mal auf eins drauf, man sieht es glaube ich nicht ganz, aber es ist mir auch ein bisschen peinlich. Aber es war halt einfach, ich habe irgendwas mal gemacht und habe halt ausprobiert und dann habe ich Schnitt gelernt. Ich habe animieren gelernt und mache meine Shorts jetzt mit so einem Animationsprogramm und die sind einfach besser geworden. Die sehen einfach besser aus und das war das, was mir wichtig war, mich immer weiter zu verbessern und ich bin da natürlich noch längst nicht am Ende. Ne? Ich weiß, dass da noch überall viel Luft nach oben ist, aber viel Luft nach oben heißt auch mehr Kraft investieren, mehr Energie investieren, mehr Zeit investieren. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ich bin bei allen diesen 3 Sachen, Energie, Kraft, Zeit, bin ich an der Grenze.
Und wenn ihr dieses Video hier seht, werde ich in Spanien abhängen, weil ich jedes Jahr eine kleine Auszeit mache, wo ich ein bisschen weniger arbeite als sonst. Das Video habe ich deswegen vorher aufgenommen, ebenso wie den meisten Content zu Regulation H. Und da sind wir beim Thema. YouTube ist für mich ein Hobby, weil Verdienen oder das Finanzielle wird damit mit dem Zeitaufwand logischerweise nicht gedeckt. Von der Zeit ist es aber ein Nebenjob. Und das lässt sich für mich nicht vereinbaren. Und ich möchte ganz kurz an der Stelle was klarstellen, bevor jetzt Kommentare in die Richtung kommen. Ich will jetzt nicht so hier so rumheulen und so, oh, das ist alles so viel und so stressig und das schaffe ich alles nicht, weil ich bin in der Zwickmühle. Das ist eigentlich das Problem, weil ich merke, wie viel mir und auch euch diese Videos bedeuten und deswegen möchte ich gar nicht aufhören. Ich möchte einen Weg finden, wo es irgendwie in einem guten Verhältnis steht, Zeit, Aufwand, vielleicht auch finanzieller Ertrag. Und deswegen sind wir an dem Punkt, ich möchte etwas verändern auf diesem Kanal. Ich habe diesen Sommer gemerkt, dass so ein bisschen das Interesse an Regulation G generell gesunken ist, also das Format, wo legendäre Pokémon erlaubt waren. Die Aufrufzahlen waren niedriger und der Trend hat sich eigentlich in ganz Regulation G fortgesetzt, dass die Videos immer schlechter waren als das davor, zumindest was so Aufrufzahlen angeht. Ich bin jetzt noch nicht so lange bei YouTube. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass es so Schwankungen gibt, gerade auch im Sommer. Gerade auch Regulation G, was nicht so gut angekommen ist. Gerade auch Karmesin und Purpur, das schon den ein oder anderen Monat draußen ist. Es sind alles Punkte, die da reinbringen. Trotzdem war das für mich so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, der nächste Schritt ist eigentlich überfällig, sich mal wieder weiterzuentwickeln. Und nächsten Januar kommt Regulation G zurück. Dann heißt es Regulation I. Aber es ist das gleiche Format, das wir jetzt schon hatten, nochmal 4 Monate. Also ein Format, das eigentlich durch ist, zumindest für mich. Und ich werde dieses Format nicht mehr in dieser Art und Weise durchziehen. Und vor allem werde ich in dieser Zeit die Energie für andere Formate nutzen, um das vielleicht einfach mal so klipp und klar zu sagen. Das ist für mich aber ein absolutes Risiko. Weil das Problem an YouTube ist so ein bisschen, YouTube kennt jetzt meine Zielgruppe, die weiß, hey, ihr seid irgendwie an VGC-Parts auch interessiert. Und immer wenn ich halt versuche, auch mal was Neues auszuprobieren, sei es so ein Faktenvideo, ist komplett gefloppt. Sei es vielleicht auch mal so ein Theorievideo wie das hier, ist komplett gefloppt, ähnlich wie das hier. Und das Problem daran ist, diese Videos sind Herzensprojekte von mir und sind aufwendiger als zum Beispiel hier so ein VGC-Part, wo ich in dem Fall einfach 3 Kämpfe gemacht habe, 3 Kämpfe geschnitten habe, ohne ein großes Intro so richtig. Steht nicht so im Verhältnis. Und eigentlich aus der Logik musste ich sagen, ich sollte komplett diese Experimente lassen und nur diesen Content die ganze Zeit rausballern. Und da bin ich komplett von YouTube und auch vielleicht von der Zielgruppe und weiß ich nicht, eingeschränkt. Deswegen für mich ist es ein Versuch. Ich möchte meinen Content auf diesem Kanal etwas verändern und Regulation G nicht mehr mitnehmen. Und wie gesagt, das ist ein Risiko, weil es ist demotivierend, wenn es floppt, vor allem wenn man viel Zeit rein investiert. Es ist demotivierend, wenn YouTube das abstraft, wenn man was Neues ausprobiert. Aber ich habe so viele nice Ideen für Content und deswegen werde ich das nächstes Jahr ausprobieren. Und ich möchte euch darüber informieren, dass sich dieser Content auf diesem Kanal verändern wird. Und ich hoffe oder ich bitte euch eigentlich auch darum, dass ihr meinen neuen Projekten eine faire Chance gebt, weil ich werde euch natürlich hier teilhaben lassen an diesen Projekten. Es werden Community-Projekte sein. Ich habe Community-Formate im Kopf, wo ihr teilhaben könnt, hier auf YouTube, aber auch bei Discord. Und dieses Video ist dafür da, um halt euch anzukündigen, in welcher Situation ich gerade bin, was YouTube im Moment von mir erfordert, was vor allem Zeit ist, dass ihr das auch so ein bisschen auf dem Schirm habt. Ich meine, man kann sich's denken, wenn man auch den Content sieht. Ich habe ja wirklich keine Woche ausgelassen, hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und deswegen, das ist vielleicht das Fazit. Ich mache ungern halbe Sachen. Wenn ich so ein Projekt mache, dann will ich sowas irgendwie auch möglichst gut machen und nicht irgendwie so Larifari und so halbgares Zeug irgendwie raushauen. Und deswegen habe ich mich für mich, weil es mir Spaß macht, aber auch für euch, weil ihr die Videos ja, glaube ich, auch cool findet, habe ich mich für mich entschieden, dass ich diesen Kanal lieber auf das nächste Level hebe, als ihn zu begraben. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber das ist halt irgendwann die Konsequenz daraus, dass wenn man sich jedes Mal Zeit von anderen Projekten, von der Freizeit freischaufelt und irgendwann
halt komplett durch ist, weil man halt nur noch Zeug macht. Klar macht es mir Spaß, aber es ist halt trotzdem eine Herausforderung oder auch eine Verpflichtung, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eine Herausforderung. Das war vielleicht schon ganz gut. Sonst, deswegen Leute, ihr könnt mich supporten dabei, indem ihr die neuen Videos guckt, indem ihr jetzt auch die Regulation H-Videos natürlich guckt, aktiv seid, liked, kommentiert, das ist alles kostenloser Support. Ihr könnt einen Schritt weiter gehen, haben auch schon einige gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung, indem ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt bei Robin VGC. Da könnt ihr mich unterstützen für 2 Euro im Monat und kriegt halt ein paar Vorteile davon, je nach Support-Tier, das ihr da auswählt. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache, weil, wie gesagt, je besser dieses Projekt läuft und damit meine ich auch finanziell und je besser Robin VGC funktioniert, umso niceres Zeug kann ich machen, umso mehr Zeug kann ich machen, umso mehr Sachen kann ich vielleicht auch abgeben, weil Zeit ist halt Mangelware und Zeit ist Geld. Ist halt so, da muss ich euch, glaube ich, auch wirklich nichts vormachen, dass das im Leben einer der wichtigsten Punkte ist, wann man etwas wirklich vertiefen kann. Und wenn ich da vielleicht noch den nächsten Schritt mit euch gemeinsam machen kann, dann können wir auch Robin VGC und generell diese ganze Community hier aufs nächste Level heben. Ich habe Bock, es ist mein Versuch, es ist ein Risiko und ich hoffe sehr, dass es klappt, weil mir macht es so viel Spaß. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr auch Wünsche für den Kanal oder wollt mir noch irgendwas mitteilen. Eine Sache sage ich aber, Regulation I mit den legendären Pokémon nochmal komplett durchziehen, werde ich als Wunsch nicht akzeptieren. Da wird es auf jeden Fall definitiv hier und auf den anderen Kanälen von mir anderer Content kommen. Ich bin sehr gehypt, weil ich jetzt Zeit habe, den zu planen, wenn ich in Spanien bin. Da habe ich viel Zeit, mir meinen Kopf frei zu bekommen und wirklich mit voller Energie im Winter zurückzukommen. Und danke für euren Support nochmal und danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin und ciao.